Ich heiße Christoph Korher, ich bin Landtagsabgeordneter und Gemeinderat der Grünen in Wien. Und dieser autofreie Stadtteil ist eines der Projekte, auf das ich besonders stolz bin. Meine Motivation, leidenschaftlich grüner Politiker zu sein, ist die Entwicklung von Modellen, die zeigen, dass ein nachhaltiges Leben möglich ist. Dass mit einem Bruchteil an Ressourcenverzehr, mit einem Bruchteil an Automobilität es möglich ist, besser zu leben. Also die ersten Ideen waren Anfang der 90er Jahre. Da gab es in ganz Europa zaghafte Versuche, autofreie Stadtteile zu entwickeln. Das Wesen der autofreien Siedlung hier ist, dass auf 90% der Pflichtstellplätze verzichtet werden durfte und dieses Geld, immerhin rund 1,5 Millionen Euro, in andere Qualitäten gesteckt werden konnte. Das ist hier die Fahrradwerkstatt. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin kann hier sein Fahrrad selbst reparieren. Wenn Hilfe notwendig ist, dann wird die auch von kundigen Bewohnerinnen geleistet. Hier haben wir die Holzwerkstatt, die auch jeder frei benutzen kann. Bestückt ist das alles worden aus diesen Mitteln, die nicht für Garagenwidmung verwendet worden ist. Also es ist sehr nicht schlecht, ohne Auto zu leben. Ich finde das toll, dass man da Fitness, in den Fitnessraum gehen kann, also dass das zum Angebot wird. Das Besondere an dieser Garage sind die wenigen erkennbaren Autoabstellplätze. Das passt schon.